Was labe ich eigentlich? Oh nein. Wurden wir ein bisschen abgelenkt? Also ich bin Motorrad, ich schleiche mich einfach vor. Guten Morgen, YouTube! Was geht? Wir haben endlich geiles Wetter in München. Soll es eine Woche halten und das müssen wir ausnutzen. Deswegen sind wir heute gleich unterwegs. Digga, was machst du? Achso, okay, gut. Ja, ich dachte schon, er fährt mir jetzt hier entgegen. Was soll das? Ansonsten einen Plan für das Video heute gibt's nicht. So wie immer halt. Aber ich denke, wir werden die ein oder andere lustige Sache sehen. Allein schon aus dem Grund, dass halt so viele Leute draußen unterwegs sind. Im Übrigen habe ich es geschafft, am Freitag ein Video hochzuladen. Nämlich habe ich einfach mein Intro genommen. Einfach Video, was 5 Sekunden geht, hochgeladen, fertig. Ich schau mal, dass ich jetzt die Woche auch viel vorproduziert bekomme. Aus dem Grund, dass halt das Wetter echt übertrieben heftig sein wird die ganze Woche lang. Und der hat sich spontan umentschieden. Geigercast ist der. Auf dem Video hat man das zu 1000000% nicht gesehen, weil es ultra klein geschrieben war, aber der war vom Geiger. Der Herr Geiger übrigens, größter US-Exporteur oder Importeur. Was labere ich eigentlich? Der Geiger ist der größte Importeur für US-amerikanische Wegen. Was ich mir auch gestern Abend überlegt habe, ich habe mich noch nie so richtig vorgestellt auf YouTube. Was machst du? Oder wird es noch was? Oder wegen dir musste ich jetzt meinen Satz abbrechen, um mit 20 hinter dir herfahren zu dürfen. Was ein Hund. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh nein. Eieieiei. Hui. Da habe ich wieder mehr Glück als Verstand gehabt, Digga. Aber seit wann fährt denn die Polizei einen X1? Was ich eigentlich erzählen wollte, weswegen ich den Typen gerade so unglaublich unverschämt überholt habe. Ich habe noch gar kein Video von mir so hochgeladen, wo ich kurz erzähle, hey, wer bin ich eigentlich? Also keiner weiß so wirklich, wer sitzt hier auf dem Motorrad. Und da dachte ich mir, komm, machst ein Video und erklärst kurz, wer bist du? Heißt du wirklich nicht Dani, sondern anders? Oder heißt du vielleicht sogar Dani und verarscht die gesamte Welt mit deinem Namen? Das werden wir alles dann herausfinden. Da ist eine Harley. Willst du mich grüßen oder nicht? Jawohl, Bruder. Ehrenmann. Irgendwie grüßen mich die Harleys fast nie zurück. Und ich verstehe nicht warum. Ich habe euch nichts getan. Ich bin genauso ein Ehrenbruder wie ihr. Wurden wir ein bisschen abgelenkt? Bald fliegen, Digga. Ist es bei euch eigentlich auch so, dass sich ultra viele Fliegen auf dem Tank sammeln? Also das ist echt schlimm. Und ich verstehe nicht warum. Ist es wegen dem Benzingeruch? Oder stinke ich einfach so sehr? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich Angst, dass ich es nie herausfinden werde. Bruder, lauf. Die macht eine Story. Boah, was habe ich mir hier angetan, Mann? Ich bereue gerade alles, was ich hier vorhatte und getan habe. Fuck, wo bin ich hier gelandet, Digga? Ich bin bei den Hipstern angekommen. Ach du Scheiße. Ich muss weg von hier. Ah, sind wir nicht gleich bei den Pinak... Sind wir nicht gleich bei den... Wenn ich das jetzt sage, dann werden mich Leute auslachen. Pinakoladen? Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Das wird schon korrekt sein, oder? Bruder, du bist im Gegenverkehr. Das ist dir schon klar, oder? Also ich bin Motorrad, ich schleiche mich einfach vor. What the fuck, Digga? Wo komme ich denn jetzt raus gleich? Ich weiß es halt echt nicht. Keine Ahnung, Digga. Ich fahre einfach geradeaus weiter. Theresienstraße? Hä, wo bin ich denn? Von irgendwo kommt ein Krankenwagen. Komm. Ja, jetzt noch kurz eine Geschichte und dann beende ich das Video. Ich müsste eigentlich echt mal einfach die gesamte Aufnahme so uneditiert hochladen, damit ihr seht, wie viel Scheiße ich eigentlich laber und wie wenig ich erzähle. Also das Video, was ihr jetzt seht,
Das ist eine halbe Stunde Aufnahme, no joke. Und aus dieser halben Stunde ziehe ich mir jetzt, was weiß ich, wie lange das wird, 4-5 Minuten werden meine meisten Videos. Und dadurch, dass ich, wie erzählt, die Aufnahme jetzt schon so lang geht, beenden wir das Video auch. Ein paar lustige Sachen sind ja passiert. Aber wir sehen uns dann in 2 Tagen am Mittwoch, wenn es ein Video gibt, wo ich ein bisschen was über mich erzähle. Das wird dann vielleicht auch ein bisschen länger gehen, weil dann habe ich ja eigentlich konkret was zu erzählen und warte nicht einfach darauf, dass irgendwas passiert, was ich kommentieren kann. Aber ja, aus die Maus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Yalla.